Okay, yo, yo, Jungs, ich bin da. Was? Was geht hier ab, Mann? Was? Chicky Bricky? Oh nein! Oh, ich bin hier, glaube ich, bei meinen Homeboys gelandet. Bei meinen Landsmännern, Junge. Ein neuer Tag, ein neuer Gangtag. Yo, wir spielen Fake GTA 5. Und ich weiß nicht warum, aber die erste Folge, die ich aufgenommen habe, war witzig, weil dieses Spiel, ich weiß, es sieht katastrophal aus. Es sieht so aus, als ob es irgendwie voll schrottig ist. Aber ich muss sagen, es ist cool und ich wollte unbedingt mal noch diese Granate hier ausprobieren. Und in der letzten Folge haben wir niemanden gefunden, deswegen probieren wir das einfach jetzt aus. Wir haben nämlich noch voll viele Items. Normale Granate, Disco-Granate, ein Baseballschläger, die Hand und dieses Tambourin. Also es gibt, glaube ich, noch viel mehr Sachen, die man so benutzen kann. Und komischerweise fahren hier alle Autos von alleine. Was wir jetzt erstmal machen müssen in dieser Folge, ist erstmal wieder in das Auto hier einsteigen und einfach mal eine Runde fahren, okay? Wir fahren mal wieder eine Runde und gehen Nitro-Modus direkt. Wow, der Nitro-Modus! Okay, wir fahren 100 km/h. Oh mein Gott. Oh, da, 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 bo, 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 bo. Oh, über die Brücke. Oh mein Gott, wir sind einfach in der Brücke hängen geblieben. Oh mein Gott, warum das denn? Können wir so drüber über die Brücke? Oh Mann. Okay, Turbo. Oh, Alter, da ist jemand. Da ist jemand, da ist jemand. Ich muss bremsen, bremsen, bremsen. Gas geben. Was hat denn der für eine Mütze an? Okay, wir sehen das erste Mal einen Passanten. Handbremse, aussteigen. Okay. So, was geht hier ab? Was trägt der? Yo, 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 was geht, Mann? Was geht, Homeboy? Egal, ich werfe ihn jetzt ab. Also, es wird Zeit. Ich möchte sehen, was passiert. Los! Oh, es funktioniert! Alter, dieses Spiel ist so verrückt. Yo, aha, aha. Oh, yo, yo, yo. Der läuft jetzt einfach weiter. Der hört gar nicht mehr auf zu tanzen. Der tanzt einfach die ganze Zeit weiter. Alter, was ist das für ein OG? Krass, 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 Mann. Okay, mal gucken, wie er reagiert. Wir haben auch noch eine grüne Granate. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Granate zum Sprengen... Oh mein Gott, der rennt! Wow! Okay, 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 check this, check this. Was ist das für einer? Oha, der trägt sogar eine Maske. Jo, was, warte mal, mal gucken, ob das funktioniert. Oh, 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 der hat sich sogar... Oh, schafft der schon! Oh! Oh, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Jo, Kumpel, geht's dir gut? Stuntman? Oh, oh. Was hat denn der da liegen lassen? Sind das etwa $13 gewesen? Okay. Oh mein Gott, was? Warte mal, die Polizei ist hinter mir her? Nee, 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 das stimmt nicht. Getting arrested. Oh mein Gott, das ist der. Okay, was soll ich machen? Polizei, fang an zu tanzen. Okay. Ah, er läuft mir immer noch hinterher. Ah, nein. Ich wurde verhaftet. Nein. Ich wurde doch nicht einfach verhaftet. Das ist unfair, Mann. Oh, jetzt sehen wir auch das Polizei-Apartment mal. Was? Was? Ich gebe ihm Geld? Nein, Mann. Yo, was? Warum tanzt er jetzt mit mir? Was ist das denn? Der freut sich jetzt richtig einen ab. Warum haben wir auch mit ihm getanzt? Oh, wie viel Geld haben wir verloren? $9! Wir haben einfach $9 verloren. Ja, okay, gut. Dafür, dass wir so viel Schrott gemacht haben. Was geht denn hier ab? Hä? Die haben so Waffen. Yo, was geht, Mann? Warum? Was macht der denn da? Okay, ich verstehe. Alles klar. Okay, das Polizeidepartement scheint hier ein bisschen Opa Gangnam-Style zu tanzen. Alles klar. Okay. Ich finde dieses Spiel bis jetzt immer noch sehr komisch. Wir schauen uns mal weiter um. Das sind die Knastzellen hier. Aha, guck mal. Da kann man sogar was machen. Das Spiel ist sehr interessant gemacht. Hier kann man echt... Oha, oha, was passiert? Oha, oha. Oha, 404, 707. Jo, was läuft jetzt denn? Wir haben jemand Neues freigeschaltet oder sowas. Holen wir dich aus dem Knast, Bro? Ich glaube, wir holen den Broski hier aus dem Knast raus. Er redet irgendwas. Oh, was, was, was? Das ist unsere Vorgeschichte. Wir gehen gerade eine Bank ausrauben. Was passiert hier, Mann? Ich habe doch eigentlich nichts getan. Ach, das ist seine Vorgeschichte, wie er geschnappt wurde. Oh nein, das Auto hatte keine Reifen mehr. Jemand hat ihm die Reifen geklaut, so wie es aussieht, yo. Und deswegen ist er in den Knast gekommen. Und dann kam aber ein Typ mit einem Taxi und mit einem Stern drauf. Und der ist dann über in Nitro-Geschwindigkeit weggefahren. Und so wurde er wahrscheinlich von der Polizei irgendwie geschnappt.
Aber dann kam jemand auf dem Motorrad vorbei mit grünen Haaren und der macht einfach gar nichts. Doch, er macht was. Und er hat sich da hingelegt, jetzt auf die Straße. Die haben das Motorrad geklaut und sind weggefahren. Aber das ganze Geld liegt auf dem Boden. Dann kam aber die Polizei, hat dann irgendwas gemacht. Und zwar ist sie irgendwie da lang gefahren und dann war da noch ein Hubschrauber. Okay, soweit die Geschichte. Und die sind so 1000 Kilometer geflogen, sind aber leider nicht in den Helikopter reingekommen. Er springt jedoch ab, sein Homie ist an die Gabel vorm Helikopter dran gesprungen, aber der im lilanen Top, der es sozusagen nicht geschafft hat, ist jetzt tatsächlich in die Hände der Polizei gefahren. Und so ist er höchstwahrscheinlich in den Knast gekommen. Oh, und noch auf einer Banane ausrutschen? Nee, ist er doch nicht. Die Banane lag einfach nur so dort. Okay. Jetzt haben wir die Vorgeschichte von dem hier. Und wir tanzen Opa Kamm. Hä? Warum tanzen wir jetzt? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Yo, Kumpel. Achso, jetzt haben wir eine Aufgabe. Müssen mit dem... Warte mal. Oha, wir haben eine richtige Aufgabe bekommen. Wir müssen was machen, Alter. Okay, wir haben eine richtige... Ey, wir haben eine echte Aufgabe bekommen. Der Typ hat uns eine richtige Aufgabe gegeben zu machen. Alter, das Spiel ist ja doch viel tiefer, als ich dachte. Okay, also wir brauchen jetzt erstmal ein Fahrzeug. Übrigens, wir haben auch ein Handy. Duper? Hier gerade cheats.exe. Kamera. Oh, was? Wir können einfach ein Selfie von... Was? Ich wusste gar nicht, dass wir einen pinken Bart anhaben. Naja, okay, komm, ich mach mal ein Selfie mit dem Dings. Mit dem Polizisten, der die ganze Zeit Opa Gangnam Style tanzt. Der scheint ganz cool zu sein. Selfie! Nice. Okay, cool. Sag mal, können wir eigentlich mit dem Geld auch was machen? Oha! Oha, ich hab Geld geworfen, Mann. Ein Dollar. Yo, 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 Broski, willst du ein bisschen Geld oder was? Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, was geht denn jetzt ab? Warum rennst du denn weg? Ich hab dir doch Geld gegeben. Hä? Komische Geschichte. Oha, oha, das sind richtig viele. Warte, wir nehmen mal hier eine Dingsgranate. Eine Tanzgranate. Oh, oh, Tanzparade. Dieses Spiel ist so verrückt, Mann. Oh nein, es wird gleich wieder dunkel. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hier sind ja Leute gestorben. Egal, ich nehme das Geld mit. 21 Dollar. Oh, yo, 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 yo. Was? Da sind einfach gerade alle gegen das Auto gelaufen. Was soll das denn? Was? Die sterben, weil sie alle gegen das Auto laufen. Oh nein, das war nicht so geplant. Ich wollte nicht 10 Leute umbringen. Naja, okay, gut. Aber das Geld muss ich mitnehmen. Boah, die haben auch richtig viel dabei. 30 Dollar, 23 Dollar. Ist jetzt nicht so, als ob ich da jetzt gierig bin oder sowas. Aber wenn es schon auf der Straße liegt, ne? Also, ich werde dafür sorgen, dass hier niemand mehr gegen dieses Auto läuft. Liegt da noch irgendwo ein Bündel? Nee, ne? Okay, ich fahre jetzt hier mit dem Auto weg. Okay, 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 okay. Oha, oha, wir müssen sogar hierher. Okay, Handbremse. Ich gehe kurz schlafen und dann können wir die Quest weitermachen. Tatsächlich haben wir einfach... Wir mussten einfach nur nach Hause fahren. Das wusste ich gar nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder schlafen. Das könnte auch hier der Schlafensimulator sein. Warum schläft man immer nur 6 Stunden? Ich will vielleicht ein bisschen länger schlafen. Oh nein, es donnert wieder. Schnell, leg dich wieder schlafen. Ich will gutes Wetter. Wir machen jetzt die Quest weiter. Wir werden das tun, was unser Kumpel da im Knast so von uns erwartet. Ich weiß zwar nicht, was der wollte. Die Geschichte war richtig lange von dem. Aber der wurde zu Unrecht anscheinend eingesperrt. So, wir müssen noch mit Kirill reden. Okay, kriegen wir hin. Aber davor nehmen wir jetzt mal das Motorrad. Ich habe noch nie das Motorrad genommen. So. Okay. Oha, oha, oha. Das scheint aber auch schnell zu sein. Hat es auch Nitro? Keine Ahnung, wir probieren es aus. Oh mein Gott. Diese Grafik hier von diesem Spiel ist so verrückt, Mann. Aber ich muss schon sagen, das ist ein gutes Spiel. So. Da hinten ist er. Oh mein Gott, da ist die Aufgabe. Oh, oh mein Gott, was passiert hier? Oh, hör auf. Fahr einfach. Okay, 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 okay. Okay, yo, yo, Jungs, ich bin da. Was? Was geht denn hier ab, Mann? Was? Chiki Briki? Oh nein. Oh, ich bin hier, glaube ich, bei meinen Homeboys gelandet. Bei meinen Landsmännern, Junge. Okay, interessant. Ich habe hier wahrscheinlich eine Aufgabe zu erledigen bei diesen Russen hier. Okay. Destination reached. Okay, ich bin jetzt hierher gekommen. Oh, hey, Jack. Was geht, Mann? Alles cool? Ich habe gehört von dir. Die Polizei spricht die ganze Zeit, wie genervt du bist. Also, wollen wir irgendwie was machen? Auf jeden Fall, Richie hat dich gesendet, oder? Ich habe mal versucht, ihn sozusagen aus dem Knast rauszuholen. Aber ich habe mein Auto vergessen.
Auf jeden Fall, ich habe einen Plan, wie wir ihn rausbekommen. Ich werde dir erst darüber was erzählen, wenn du das Auto geholt hast. Das ist hinter der Polizeistation. Okay, wir müssen erstmal das Auto holen. Okay. Oh Gott, lass die schnell weg. So, wir müssen jetzt nochmal zur Polizeistation und das Motorrad da. Nee, nicht das Motorrad holen, sondern das Auto von dem. Der will nämlich bring car from behind the police station. Oh mein Gott, okay. Wir müssen also dem Typen dabei helfen, irgendwie rauszukommen. Wo war denn nochmal die Polizeistation? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich nicht auf Google Maps gucken? Yeah! Wow, 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 wow! So, hier gibt's Getränk. Oh, ist das ein Lambo? Okay, das war, glaube ich, ein Lambo. So, irgendwo hier musste doch eigentlich das Polizeirevier sein. So, hier hinten, glaube ich, irgendwo. Auf der rechten Seite. Ich glaube, hier musste man irgendwo abbiegen oder so. Hier, Baustelle. Da ist das Polizeirevier. So, schon weit weg. So, und hier sollte irgendwo das Auto sein. Da ist es. Ich sehe es. Okay, okay, okay. Ich muss das Auto von dem Homeboy hier holen. Das ist es, glaube ich. Okay. Dann lass mal das Auto hier holen. Okay. Und einsteigen. Okay. Dann habe ich das jetzt. Und jetzt muss ich das Auto nur noch bringen. Okay, jetzt müssen wir wieder nach rechts fahren. Hat's Nitro? Ja, Mann. Okay, okay, wir fahren. Das geht eigentlich relativ schnell, wenn man den Weg weiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, wir sind schon wieder bei jemandem gelandet, der die ganze Zeit Musik hört. Oh, es ist verrückt. So, wo waren die denn jetzt nochmal? Oh, das ist unser Zuhause hier. Oh Gott. Hey, sag mal, das ist dasselbe Auto. Dasselbe Auto hatten wir schon mal. Ich hätte eigentlich dasselbe nochmal nehmen können. Ich glaube, da hinten waren die. Wenn wir jetzt hier lang fahren. Ja, Mann, da sind die. Okay, Jungs, ich bin da. Okay. Diese Musik. Ah, park das Auto hier. Oh mein Gott. Okay, wir parken das. Aua! Was ist das denn? Hör mal auf hier. Ja, ja, hör auf, hör auf. Okay, Mission complete. Okay, okay. Wow, $408 haben wir. Okay, Kumpels. Ich hab das Auto dabei. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Ich hab denen jetzt das Auto gebracht. Und jetzt werden wir wahrscheinlich den einen Typen aus dem Gefängnis rausholen. Keine Ahnung, wie wir das machen werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.